Und somit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Schatten des Krieges hier in Mordor natürlich wieder. Und ja, ich habe mir tatsächlich überlegt, dass wir heute vielleicht mal mit der Story weitermachen hier. Und zwar mit Pfeilhagel tatsächlich. Und da gehen wir jetzt erstmal, würde ich sagen, hin. Kankras Visionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Talion. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und meine Erkältung lässt langsam nach, endlich, und kann ich endlich wieder normal reden. Ja, man hört es vielleicht. So, aber wir begeben uns erstmal in die Höhle. Was haben wir hier denn schon? Es sind schon einige Leichen am Start, oder was? Nicht, dass hier gleich Ghule und so kommen. Was sind da hinten eigentlich für Gegner? Ja, okay. Na gut. Ich will mich und euch ja gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Pfeilhagel, kehre zu Kankra zurück, um mehr über die Gefahren für Minas Ithil zu erfahren. Ja, machen wir doch schnell. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen! Beuge dich deinem Schicksal! Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Okay. Wir können Leben retten. Wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen, brauchen sie Hilfe. Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. Okay, erreiche Baranor. Das machen wir jetzt mal. Ich dachte schon, das war's. Wir gehen da rein, das war's dann. Aber ne, ich geh noch weiter zum Glück. Oh, da ist er. Baranor. Ich will helfen. Dieser Häuptling, den ihr sucht, ist nicht ungefährlich. Ist nicht unser erster Häuptling, Waldläufer. Dein Schwert können wir gebrauchen. Dann erledigen wir ihn zusammen. Ich übernehme die Bogenschützen. Danach können deine Männer vorrücken. Alles klar. Besiege Bogenschützen, ohne den Alarm auszulösen. Eliminiere Bogenschützen durch Schleichtötungen. Okay, ja gut. Die einzelnen Bogenschützen können wir easy mit Schleichtötungen töten. Schleichtötungen töten. Aber ohne den Alarm auszulösen. Ja, ich mag so Missionen eigentlich gar nicht, ne? So. Den ersten hätten wir. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Kann ich da runter irgendwie entdeckt zu werden? Glaub nicht, oder? Doch, das müsste gehen. Lass mich das mal kurz machen. Den kann ich töten. Und dann müsste ich eigentlich locker einfach da hochklettern können, oder? Das müsste gehen, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Das wäre der zweite.
Ich hoffe, diese Schützen aus Gondor können zielen. Sonst müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. Ja, ja, wir machen das schon irgendwie. Wo ist der Nächste da unten? Ah, das passt. Der ist allein unterwegs, ne? Das war der Dritte. Und jetzt kommt der Letzte hier noch. So. Dein Elb ist so viel wert wie drei Schützen aus Gondor. Was? Nur drei? Jetzt haben wir da oben noch ein paar. Okay, das wird ein bisschen kniffliger, glaube ich. Oder? Wo sind diese Bestien da unten? Weiß nicht, ob ich die mit Schleichtötungen töten kann da oben. Okay, der geht noch klar. Vier Stück könnte ich mit dem Bogen noch töten. Denn da oben zum Beispiel. Ja, der guckt aber gerade weg. Dann mache ich den noch. Hat mich jemand gesehen jetzt? Oh, scheiße. Unterschätze nie den Mann, der sein Zuhause beschützt. Das ist nicht ihr Zuhause. Okay, noch einen. Das ist ja oben, ne? Dann haben wir alles. Scheiße, den sehe ich hier nicht. Komme ich da irgendwie hoch, ohne entdeckt zu werden? Komme ich da irgendwie durch? Das wird schwer, ne? Na, irgendwie geschafft gerade, nice. Müssen nur noch töten, haben wir's. Das sind die letzten Schützen. Begeben wir uns zu einem Aussichtspunkt. Okay. Erreiche den Aussichtspunkt, ohne den Alarm auszulösen. Ah, scheiße, ey, ich hasse das. Oh. Wehe, ich komme wegen der ganzen Sucherei zu spät zum Essen. Okay, weg mit dir. Hat's noch einer auf dem Kieke? Nee, ne? Aber wir könnten die töten. Scheiße. Die sind ein bisschen offen. Ich hoffe mal, das macht nichts. Alter, ach du Scheiße, ey. Okay, sieht gut aus, aber. Ist nur noch hochklettern, dann war's das. Alter. Was eine Geburt immer hier, ne, bei dem Game? Geben wir Baranors Trupp das Zeichen. Okay, rufe die Gondorianer herbei. Let's go, Leute. Ah, der süße Geruch von Menschenangst. Nichts ist süßer. Gemeinsam stürzen wir ihre Abwehr und malen sie zu Staub. Gemeinsam, Hauptmänner und Häuptlinge vereinigt, erlangen wir den Sieg. Gemeinsam nehmen wir die Stadt am Morgen ein. Setz sie in Flammen! Für Gondor! Es ist Zeit für den Angriff. Sehr schön. Lass sie brennen. Lass sie brennen. Ja, der erste ist schon tot, Mann. So, wir übernehmen jetzt ein paar hier, oder was? Was ist mit ihm los? Der wird dir Dinge antun, die streng genommen nicht wirklich. Oh, tja, du wirst schon sehen. Okay, es sind ziemlich viele. Ach, das war ja schon einer. Guck mal, einer ist schon weg. Ja, ja. Merkt ihr was, Leute? Ihr habt ein kleines Problem an der Backe. Scheißdreck bin ich, du bist so gut wie tot, Mann. Na, ich schätze mal noch kurz nieder hier.
Sehe ich etwa verletzt aus? Oh, Waldläufer, ich habe noch so viele Qualen für dich. Ach, halt doch die Schnauze. Oh, shit. Das war knapp. Und tschüss. Einer weniger. So, es ist langsam ein bisschen knapp für die Leute hier. Nehmen wir den nächsten noch, komm. Hua, der Herzlose ist auch tot, er ist verbrannt. Alter, nice, Mann, das ist wirklich gut gelaufen gerade. Ich denke, wir sind quitt. Das waren doch nicht alle. Eine gute Jagd, außer für den Häuptling. Und seine Schützen. Wir sollten das wiederholen. Es wäre mir eine Freude. Mir auch. Ich wollte einen anderen noch töten. Nun, Talion. Konnten wir etwas bewirken? Wir wissen noch nicht genug. Wir müssen erneut zu Kankra. Es gibt nur einen Grund, zurückzugehen. Für meinen Ring. Genug! Es geht um mehr als deinen Ring. Oder dich. Ihre Vision könnte unser aller Rettung sein. Ich hoffe, wir können auch weiterkämpfen. Weil da war noch einer. Auftrag abgeschlossen. Pfeilhagel. Bams. Nice. Vorsicht, Talion. Du lässt dich zu leicht von ihr beeinflussen. Ich kann mich ihrer Vision nicht verschließen. Naja, sammeln wir mal das ganze Gemüse hier auf. Bevor die Gegner kommen. Ach, schade, einen haben wir vergessen, ne? Also beziehungsweise einer hat überlebt, glaube ich. Na gut. Das war aber ganz nice, dieser Fight. Wir waren übelst im Vorteil, muss man sagen. Was haben wir hier Schönes? Ein feindlicher Hauptmann verfolgt einen anderen Hauptmann. Okay. Und hier ist die neue Hauptstory-Quest. Tor des Verräters. Minas Ithil steht kurz vor dem Fall. Kanker kann vielleicht helfen. Doch um welchen Preis? Das ist eine gute Frage. Was machen wir denn als nächstes, Leute? Ich würde sagen, wir machen in der Folge noch ein bisschen da oben weiter. Und prügeln da mal alles weg. Machen wir doch einfach mal eine Schnellreise. Haben wir noch ein bisschen Zeit? So. Dann hätten wir hier nämlich direkt so ein Gedöns. Das nehmen wir direkt mal mit, würde ich sagen. Ach, ich liebe Nebenstories. Habe ich schon tausendmal gesagt, glaube ich, ne? So, mal gucken. Vielleicht haben wir hier noch einen Boss in der Nähe. Kann auch sein. Weil es gibt ziemlich viele Orks gerade. Oh, der hat uns entdeckt. Oh, shit. Aber wo kommen die denn jetzt alle her? Alter, wo kommt jetzt dieser Ork noch her? What the fuck? Sogar zwei, Alter. Ja, das schaukeln wir schon irgendwie, das Pferd, ne? Machen wir. Alter, ich komme hier auch gar nicht mehr zum Schlagen, ey. Und tschüss. Autsch. Alter, jetzt geht weg, ihr verkackten Orkse. Aua. What? Halt die Backen da oben. So. Können wir jetzt endlich hier mal ernst machen, ne? Dankeschön. Padrol. Padrola. Ein mutiger Baratroschke der Brakatapa. Gut. Haben wir noch was in der Nähe? Direkt? Ja, komm, direkt weiter, Leute. Ich meine, wenn alles in der Nähe ist, kann man ja direkt mal kurz, ne? Kurz mal vorbeischauen. Alter, das ist ein Boss, oder? Wenn er stirbt, kann er gleich wiederkommen. Bist du blöde?
Oh, war das eine Bombe? Da war irgendwas am Boden, ne? Also auf dem Boden da. Naja, weiß ich nicht. Wir brauchen ein bisschen Leben, sehe ich gerade. Alter, wir haben so eine Energie am... What the fuck, was ist denn mal am Schwert, Alter? Lol, wie cool. Wenn wir die aufsaugen, haben wir so eine schwarze Klinge irgendwie. What the fuck? Oh. Gondors bevorzugte Schlachtordnung mit Variationen ist eine Darstellung dessen, wie eine Armee organisiert sein sollte. Von der Infanterie an der Front bis zu den Köchen und Fuhrmännern im Hintergrund. Immer wenn ich sie studiere, bin ich überwältigt von der Kriegskunst, von allen Einzelheiten, von der Anzahl der Schuster und Schmiede für jede Soldatenkolonne. Derlei Versorgungsangelegenheiten scheinen belanglos, bis man belagert wird und verzweifelt um Viertelrationen kämpft. Dann achtet man auf die Logistik. Geil. So, warte mal. Wir haben doch direkt noch was in der Nähe gehabt, oder? Ne, eigentlich nur diese... Ja, eigentlich können wir das... Was ist denn so mal? Ja, wir können eigentlich auch da in die Richtung gehen. Das können wir eh noch nicht machen. Ich würde sagen, wir machen aber mal die Artefakte hier unten. Und der Aufbau von Gondors Armee. Vom General bis zum Fußsoldaten. Ein Gebäude, das die Orks zerstören, sobald sie einen Fuß nach Gondor setzen. Hallo Orks. Was geht? Hier oben ist ein Totenkopf. Ah, das sind diese Leichen zum Untersuchen. Ach so. Karagor sind in der Nähe. Bald müssen sie die Peitsche ihres Herrn nicht mehr fürchten. Suche die Gegend nach Mosu-Graugfänger. Aha. Und tschüss. Also eigentlich wollte ich so ein Artefakt eigentlich sammeln, ne? Alter, was war das denn? Eigentlich wollte ich dieses Artefakt da sammeln, ey. Jetzt muss ich was anderes machen, oder was? Wollte ich gar nicht. Was willst du denn, ey? Der steht nicht ein. Ich glaube, ich muss sowieso da hoch. Oder warte mal, ich kann doch in der Geisterwelle eigentlich gucken, oder? Oder war das nicht so? Doch, bestimmt. Da ist ein Gelber. Ich glaube, das ist der. Es sind aber ziemlich viele Orks. Der da unten ist gelb. Das ist doch bestimmt der Boss, den ich suche, oder? Ja, safe. Mordzu. Okay. Okay. Karagor hat da am Start halt, ne? Ja, komm, dann machen wir den platt, oder? Hier ist noch irgendein Artefakt. Ah, ihr kennt mich. Ich will am liebsten alles machen. Das ist das Schlimme. Ah, ich kann das Ziel nicht mal wechseln. Guck mal den an. Na gut, dann auf geht's. Erstmal einen schönen Dolch hier in den Nacken. Oh nein, Waldläufer. Heute werde ich dich töten. Und ich falle dir dafür nicht in den Rücken. Außer du drehst dich um und läufst weg. Ein Scheißdreck mache ich. Aua, fuck. Alter, what the fuck? Was ist hier gerade geschehen? Ach, das war's schon. Guck mal einer an. Würde ich mal sagen... Ihr könnt mal schön abhauen. Alter. Holy shit. Weg von dem. Er ist gefährlich. Das war ja ein Kinderspiel. Ist mal ganz ehrlich. Ah, das ist unter uns das Ding. Ist noch weiter unten.
Hier ist es. Minas Ithil hatte nie die großen Dramen und den Prunk von Minas Tirith. Doch wir hatten einfache Künste wie Musik, die uns den Trost der Heimat spendeten. Wenn alles um uns in Schatten lag, war ein einfaches Volkslied oder ein Tanz wie ein Sonnenstrahl. Ich frage mich, ob diese Musik je wieder erklingt. Wird sie. Die wird. Früher oder später. Ein bisschen Geduld haben. So, da hatten wir noch eins. Verlorenes Artefakt. Ich wollte immer die Laute spielen. Deine Hände sind nicht für Musik bestimmt, Talion. Sie haben eine ernstere Aufgabe. Da hat er wohl recht, der Gute. Celebrimbor. Wir müssen da hoch, auf jeden Fall. Ich habe irgendwie ein bisschen Mühe, dass der da gerade hochspringt. Der hat immer so einen Drang, nach rechts oder links zu gehen. Weiß nicht, ob das gewollt ist oder ob ich was falsch drücke, aber... Irgendwie... Alter, da ganz hoch muss ich, oder was? Na gut. Machen wir das schnell. Ist er nicht weit. Alter, was ein Speed, ey. Oh mein Gott, was mache ich hier? Ich will da hoch. Dankeschön. Wo ist denn das? Da drüben. Komm ich da rauf? Nein, komm ich nicht. Scheiße. Mann, ey. Muss ich woanders hoch, ey. Muss ich hier schnell hoch. Ich war doch richtig, oder nicht? Das ist jetzt genau über mir. Wie komme ich denn? Ach, da hinten ist eine... Ah! Sieh mal eine an. Oder komme ich hier noch anders hoch? Ja, nee. Lass mal den normalen Weg gehen. Tschüssi! Hahaha. Daneben. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht, ihr kleinen. Ihr kleinen Lümmel. Dieses Komplex ist viel zu groß schon wieder. Boah, wie viele Orks auf der Brücke sind. What the fuck? Oh, ich habe wieder Elbenmut freigeschaltet, nice. Kann man später wieder ein bisschen rumkloppen. Da denkst du. Ich finde die Sprüche auch immer geil, was sie da bringen. Im Nurnenmeer leben Bestien, die wir kaum verstehen. Aber von Zeit zu Zeit werden Spuren ihrer Existenz an die Küste gespült. Unsere Patrouillen fanden vor Jahren diesen versteinerten Tintenfischschnabel. Wenn die Größenverhältnisse so sind wie bei den kleineren Tintenfischen, die die Fischer manchmal fangen, wäre dieses Wesen mehrere hundert Meter lang. Das ist der Stoff, aus dem Albträume sind. Der Beweis, dass diese Welt noch viel größere Schrecken birgt als die Orks. Ach, die Orks sind das kleinere Übel, denke ich. Was für eine Bestie das gewesen sein muss. Und das war wohl kaum der letzte seiner Art. Okay, krass. Haben wir noch was in der Nähe? Nee, ne? Nee. Dann, wow. Haben wir doch einiges wieder geschafft. Das wäre das hier noch gewesen? Ja, gut. Gut. Müssen wir jetzt nicht, da ist noch krankes Erinnerung und so. Gut, Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann Tor des Verräters direkt weiter und dann wieder die Nebenquests ein bisschen. Immer so ein bisschen Abwechslung, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschö.